Und Leute, ich wollte noch ganz kurz Bescheid geben, dass ich mich von meiner Freundin getrennt habe. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Aufnahme. Kurz vorab, OBS dann mittendrin abgestürzt bei einer 20-Kill-Runde. Danke dafür an der Stelle. 20-Kill-Runde, oder? Lukas, es waren 20 Kills, wenn tatsächlich. Ich würde jetzt die Wahrheit sagen. Okay, ich kann es euch zeigen, es waren 4 Kills. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lukas, danke, dann kann ich hier direkt die erste Aufgabe machen. Nein, die nicht zweite. Gezählt. Natürlich hat das gezählt. Ja, mit dabei ist leider heute Viper D. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir einen Schuh nehmen, den um dein Gesicht binden und direkt über die Nase stülpen, dass du die ganze Zeit durch den Schuh inhalierst, ja? Wärst du so frei? Ich hab mach dich bereit jetzt. Mach dich bereit, mehr. Alter. Mein Gott. Ja, aber ich sehe doch da nichts mehr. Hä? Dann können wir nicht mehr aufnehmen. Oder? Ja, das ist dann leider so. Dann, gut. Schade, ne? Schade. Ja, okay. Muss man. Und ich muss dann jetzt holen gehen erst. So. So, und jetzt willst du mir verraten, wie ich das hinkriegen soll? Ja, also einfach hinter den Kopf binden, damit es, also, oder? Digga, es kann nicht, es ist so dumm, es kann gar nicht funktionieren. Weiß ich jetzt nicht, muss aber, gibt bestimmt einen Weg, oder? So, jetzt habe ich ihn um mich rum gebunden. Gehen wir nach Pleasant Park, ne, Lukas? Oh. Lukas? Ja? Und wie ist der Geruch des Schuhs? Gut, angenehm. Es ist dein eigener Fuß, der dann so stinkt, oder? Ja, warte. Perfekt. Gut, Lukas, dann bist du jetzt wieder dran. Ja, aber wow, du hörst überhaupt was? Ja. Ja, ich höre ein bisschen was, ziemlich leise, aber es ist schon angenehm, ja, weil die Stimme halt echt... Ja, ich muss M drücken, ich sehe aber M nicht. Okay, spring mal raus. So, jetzt raus hier, ne? Schön, schön rein da in die Olga. Junge, es ist so unmöglich, wie du anfängst mit Aufgaben direkt. Mm, ja, womit denn sonst? Soll ich sagen, wenn ich du wäre, mach dir einfach einen geilen Tag, oder was? Nö. Nee, weißt du was? Wenn ich du wäre, hol dir auch einen Schuh und immer, wenn ich da gräbe, haust du dir mit dem Schuh ins Gesicht. Gut, dass es die Schuhe sind mit der extra dicken Sohle. Haut. Ja, und Revi. Ja, mega, danke. Dieses Geräusch. Aua, das ist ziemlich hart auch tatsächlich. Ja, es ist wirklich hart. Ja, Revi. Mega. Mhm. Ey, sehr gut, die Hälfte, ne? Wenn ich direkt verrecke, ist nicht mein Problem. Ne, ich glaube tatsächlich einfach, Lukas, dass das nicht unbedingt an dem Schuh liegt, wenn ich ehrlich bin. Das wird größtenteils. Ja, dein Skill ist aber auch nochmal dafür ausschlaggebend, dass du halt wahrscheinlich direkt drauf gehst. Aber Props gehen echt mal raus. Ich dachte wirklich, meine Schuhe stinken mehr. An wen gibst du hier Props? An deine eigenen Füße? Ja. Alles klar. Revi. Revi. Ja. Revi. Ja, gut, ich werde das jetzt die ganze Zeit machen. Ich möchte hier auch spielen. Revi! Ja, okay, Lukas, wenn ich Aufgabe. Du wäre. Revi. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich tatsächlich. Erstmal mit dem Schuh. Ich glaube, Lukas, du kannst den Schuh wieder ausziehen, weil ich möchte deine normale Stimme wieder hören. Ich würde dir auch sehr verbunden sein, wenn du das mit dem Revi dann auch rückgängig machen würdest. Revi! Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe, ne? Ich mach gar nichts rückgängig. So, und da bin ich wieder, Leute. Revi. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich Revi. Mal ganz kurz den Schuh von unten richtig genüsslich ablecken, Alter. Richtig nein, schön. Nein! Doch! Nein. Doch! Doch! Junge! Ich werde angeschossen! Und auch von hinten, Bruder. Okay. Ja, ich werde sterben. Gut, der Typ hier vorne ist down. Junge, ich leck nicht meinen Schuh von unten ab, das ist total übertrieben. Finde ich nicht. Da kaufe ich dir lieber einen Laptop oder so. Du würdest mir lieber einen Laptop kaufen, Nee. Lukas, wenn ich du wäre... Nein, das war nur ein Joke. Achso, ne, wenn du so schön sagst, dann bin ich halt voll fein. Wenn ich du wäre, möchtest du mir ein MacBook holen? Ne, ein MacBook auch noch. Was Digga, sonst, aber treib nicht. Digga, ja, bloß, nur weil du einmal ein Handy kaufen musstest. Wir haben danach gesagt, wir machen nicht mehr so teure Sachen. Einer ist hier unten reingekommen, in die Tür. Hier, vor der Tür, genau hier am Fenster. Nice, Digga. Oder? Ja, Lukas, ja. Wie machen wir es jetzt? Also, möchtest du den Schuh nicht lecken? Junge, es ist so ekelerregend und so unnötig. Guck mal, wie dreckig der unten drunter ist, Alter. Kann ich ja nichts für, what the f***. Okay, entspann dich mal. Du brauchst jetzt gar nicht aufzuspielen. Das war ja legit einfach deine Aufgabe, das zu machen. Bitte? Ich hab gesagt, ich muss ja nicht runterschlucken. Das hast du nicht gesagt. Will ich auch gar nicht. Also, es ist schon in Ordnung, so wie es ist. Einer von denen ist down. 130, Alter. Ey, das kann doch nicht! Mann, Alter! Kann man so einen Lack haben? Ja, gib mir den Loser-Tanz! Oh mein Gott, bist du ein... Bist du ein Dummer! Ich mach 5 Kills, erweift gar keinen einzigen, Alter. Missgeburt. Liegt die ganze Zeit am Boden. Oh. Lukas? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich... Ich bin dran. Kauf mir mal ein paar Sachen aus dem Shop. Weil, hey, wir sind gerade so gut gestorben. Lukas, hey, ich hab schon alles. Pass auf, richtig, genau, Lukas. Wenn ich du wäre, darf ich jetzt hier ganz kurz den Clip einblenden, den wir nämlich vor der Aufnahme gemacht haben. Ich war nämlich noch in Lukas' Account drin, meine Freunde. Und Lukas, wenn ich du wäre, darf ich jetzt zeigen, wie ich alle deine V-Bucks ausgegeben habe, weil du dich bei mir nicht
abgemeldet hast. Lukas, ich bin noch mit deinem Fortnite-Account angemeldet. Geh raus. Item Shop. Geh raus. Kommando als geh Geschenk kaufen. Geh auf meinen Account. Geh raus. Yeah! Geh aus meinem Account. Nein. Geh aus meinem Account. Nein. Revinzeit. Fortfahren. Bestätigen. Nein. Hallo. Hör auf. Ich schwöre, ich zerstöre dich komplett in der Folge. Und senden. Hör auf. Verschicken Junge. Von Geschenken. Ey, du blöder, hör auf, Junge. So, ey, was haben wir denn hier noch? So Hängegleiter als Geschenk kaufen. Revinzeit. Ich gebe jetzt alle deine V-Bucks aus. Ich gebe jetzt alle deine V-Bucks aus. Was hast du denn selber noch nicht hier im Shop? Das Kommando-Outfit. Erwerben. Hör auf. Ich seh's. Ja. Ja. So, Kommando als Geschenk kaufen. Ich schwöre es dir. Ey, das ist Geld. Hör auf. DJ Alf 8. Hä, ich bin schon eingeloggt. Du kannst gar nichts mehr kaufen. Es geht nicht. Verschicken von Geschenken. Und Geschenke Geschenk wurden abgeliefert. Reicht. Du möchtest den Hängegleiter haben, sagst du? Nein. 4600 V-Bucks? Kaufen nein. Wir. Sturmbomber erfolgreich gekauft. Mann. Was hast du denn sonst noch nicht? Den Baumspalter erwerben. Woo. Hättest du dich letztes Mal abgemeldet bei mir, Lukas? Let's go. Kommando-Outfit erwerben. Eigentlich hast du alles gekauft, außer das Kommando-Outfit. Ja. Erwerben. Mann, ich kann es nicht. Es funktioniert nicht. Lukas. Ja, ich hab's. Ich hab den ganzen Item-Shop und hab alle deine V-Bucks ausgegeben. Let's go. Was haben wir denn hier noch? Als Geschenk kaufen? Hör auf, ich hab die Facecam echt schon aus. Junge, du übertreibst halt wieder komplett. Ich gebe alle deine Geschenke. Nein, ich kann nicht mehr Geschenke ausgeben. Erwerben, ich muss nur ein paar Mal drücken. Junge, hör auf. Ich muss nur ein paar auf. Mal drücken. Das Ding ist, du bist noch eingeloggt, aber manchmal geht's trotzdem durch. Es war eben wie beim Kommandoskin. Oh, es hat geklappt. Let's go. Das waren deine letzten V-Bucks, Lukas. Perfekt. Gut, Lukas, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle hier durch. Ich hab alle deine V-Bucks jetzt ausgegeben. Du gibst mir das Geld wieder. Nein, Lukas, danke dafür. Schönes Ding. Und jetzt gönnt euch mal, was Revi für ein Unehrenmann ist. Ihr habt gerade gesehen, wir mit Leute. Gewitter im Kopf aufgenommen haben. Jetzt kann ich Lukas nämlich hier gar nichts aus dem Shop schenken, weil Lukas hat ja schon alles aus dem Shop. Ich habe ihm alles gekauft. Vergessen. Perfekt, Lukas, deine Aufgabe ist damit durch. Ich bin dran. Lukas. Ich habe noch gar keine Aufgabe gegeben. Doch, du hast gesagt, kauf mir was aus dem Shop. Es geht nicht. Nein, schade. Ich habe nicht gesagt, wenn ich du wäre, kauf mir was aus dem Shop. Revi. Gut, der Schuh ist an der Stelle hier. Ja, waren viermal. Komm, nehmen wir gerne mit. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz... Wie machen wir es am besten, Lukas? Das Geld kriege ich wieder, ne, für den Account. Glaube ich nicht. Lukas, das ist bei der nächsten Aufgabe. Aber. Perfekt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich erstmal in dieser Folge keinerlei gemeinen Aufgaben mehr an mich stellen. Das geht nicht. Doch, das geht. Nö, es geht nicht. Das geht heute, Lukas. Okay. Du bist dran. Keine gemeinen Aufgaben mehr. Revi? Mhm. Wenn ich du wäre, würde ich 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden. Nice. Das ist gar kein Problem. Mach ich liebend gerne. Das ist ja auch nicht gemein, ne? Ja, nö, das ist gemeinnützig. Das ist was anderes. Also. Lass ich mir direkt einen Spendenbeleg für ausstellen. Machen wir. Das perfekt. Machen wir natürlich gerne. Ja, nett Lukas, von dir. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich auf Instagram ganz kurz eine verheulte Story machen und so tun, als hätte deine Freundin eben mit dir Schluss gemacht. Wie soll ich denn eine verheulte Story machen? Bring dich irgendwie zum Heulen, pitch ich selber oder sowas, keine Ahnung. Möchtest du sie noch dabei markieren vielleicht? Dann sieht sie das und denkt sich, hä? Ja, und denkt sich, hey, Moment mal, ich hab nicht Schluss gemacht. Und wenn sie fragt, kannst du sagen, aber ich. Das sind die Mindgames, okay, Bro, weißt du? Und Leute, ich wollte euch auch noch ganz kurz Bescheid sagen, dass ich nicht mehr mit meiner Freundin zusammen bin, denn, die hat nämlich ganz brutal verlassen. Und seitdem sind wir jetzt leider nicht mehr zusammen. Das ist so unnötig. Sorry, ist raus. Passt doch alles. Ja, was ist das für ein Sinn? Über sowas macht man keine Witze, du blöder. Warte mal, jetzt. Bro! Soll ich live sein oder hörst du gerade nichts? Ah, das habe ich gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. 3 Kills und ja, das stark. War nicht schlecht, du. Okay, so, dann kann ich jetzt wieder raushauen. Und zwar, bist du ready? Warte. Hier vorne ist ein Gegner. Ja, ist mir egal. Pass auf. Ich gehe heute Abend mit meiner Freundin gegen mich was einkaufen, ne? Ja. Und ich sag's dir ehrlich, ich bin echt knapp bei Kasse. Weil ich würde mir echt gerne was zu essen kaufen. Und da dachte ich mir, frage ich dich vielleicht mal. Dein Revi, wenn ich du wäre, würde ich mit Abend den Einkauf, würde ich mir einfach mal bezahlen. Den habe ich gejoinkt, Alter. Hast du gehört? Hier liegen Mats am Boden halt. Du bist wirklich der schlechteste Spieler in Fortnite, den ich kenne, weißt du das? Ich habe keine Mats, du rennt da rum. Oh, Junge, belastend. Ja, egal, auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, ich gehe damit einkaufen. Ich schicke dir dann auch ein kleines Video von meinem Einkauf und das übernimmst du dann einfach mal auf Ehrenbasis, oder?
Ja, okay. Wenn du der Meinung bist, wenn du der Meinung bist, dass ich... Klar, positive Aufgaben. So. Ich freue mich aufs Einkaufen. Das Ding ist, guck mal, das Ding ist, du verstößt halt gerade gegen die Regel. Ich habe gesagt, wo ich kein Geld ausgebe, aber du machst es trotzdem. Ey, nein, du hast gesagt, eine nette Aufgabe. Das ist nett. Cool, Lukas, dann gehen wir nach Pleasant Park. Ich gehe für dich deinen Einkaufen machen, ne? Du weißt Bescheid. Das machen wir gerne. Ich einkaufen. Du, ja, ja, ich zahle dir das natürlich lieben gerne. Das ist geil, wie du gegen sämtliche Regeln verstößt, die wir hier aufgestellt haben. Das hat nichts mit Regelstoß zu tun. Der Regelstoß. Der Regelstoß. Alles klar. Schnitt von dir. Wir gehen hier landen, ne? Du weißt hier. Ich hab den Typen einfach, obwohl er eine Shotgun hat, totgeboxt. Das ist insane. Und ich der beste Spieler der Welt. Ah, jetzt ist er noch einer. Nein! Und er kriegt den Kill, natürlich. Alter, dieses Game ist so broken. Nochmal ganz kurz, das ist eine Zeitlupe gerade, Leute. Wer hat gerade zuerst geschossen? Wer hat gerade zuerst geschossen? Und wer hatte den absoluten Ping-Vorteil? So... Wack, lächerlich. Okay, Lukas, wenn ich du wäre, Lukas. Hey, Lukas, es war ja gerade Black Friday, ne? Ja. Und alle Sachen sind jetzt wieder teuer, ne? Nein, Lukas, wenn ich du wäre, bestellst du mir bitte ganz kurz ein paar Ultra Boost Größe, gebe ich dir gleich durch, Farbe weiß auf der Adidas an die Wand. Ja. Nein! Weiße Ultra Boost hätte ich gerne. Die sind viel zu teuer. 180 Digga, Euro, ich bitte dich. Ich habe eben meinen kompletten Fortnite-Account mit über 60 Euro leergeräumt und jetzt noch Schuhe für 180, ist okay. Ja, und ich soll 100 Euro spenden und wahrscheinlich deinen Einkauf von heute Abend noch zahlen, oder? Also, du hast mich überredet. Perfekt. Zu deiner Geburtstagsfeier haben wir eben in meiner Folge schon den lieben Pietro Lombardi ausgeladen, ne? Ja. Aber es sind immer noch zu viele Leute da, glaube ich. Ich glaube, du musst nochmal jemanden ausladen. Ja. Weil einmal richtig unangenehm reicht halt noch nicht. Revi, wenn ich du wäre, lad mal bitte einen Real-Life-Kollegen aus und sag dem, pass auf, das ist halt so eine reine YouTube- und Influencer-Party und da passt du halt leider nicht rein. Boah, Junge. Das ist halt einfach komplett, also das muss halt einfach nicht sein, ne? Doch, es muss jetzt sein, und zwar jetzt. Vor allem, weil ich halt auch echt Homies von mir habe, die mir wirklich so vorwerfen, dass man mit den YouTuber-Leuten nicht reden kann. Der ist so low. Weißt du, was auch low ist? Deinen besten Freunden abzusagen, nur weil sie keine YouTuber sind. Oh, das war der letzte Schuss. Hab noch einen. Absolut unnötig an der Stelle. Es ist nicht unnötig, aber es ist eine Influencer-Party und da passt er einfach nicht hin. Ganz einfach. Sag, vielleicht machst du irgendwann noch mal eine Party mit normalen Menschen. Sag ab 30.000 Instagram-Abos. Was geht, hi. Ganz kurz, wegen Freitag, ne? Ja. Jo, ich hab mir das jetzt anders überlegt, weil ihr habt ja voll oft immer gesagt, so, wenn so YouTuber und Dings aufeinandertreffen, so Homies von mir, dann ist immer super schwierig, ne? Weil man halt irgendwie so zwei Lager bildet. Deshalb habe ich mir jetzt einfach überlegt, alle meine Real-Life-Kollegen auszuladen. Und ich würde dich dann auch an der Stelle ausladen einfach. Und ich mach dann nochmal eine zweite Party einfach. Ich glaube, das ist einfacher, weißt du? Okay. Was denn? Ja, okay, dann haben wir das doch geklärt. Ja, wenn du 30.000 Instagram-Follower hast, kannst du kommen. Ich habe aber gar kein Instagram, was mache ich jetzt? Ja, dann bist du halt für mich kein Mensch. Nee, sag, wie gesagt, wir machen ja nochmal eine Party. Also, wir machen ja nochmal eine Party für meine ganzen normalen Freunde ohne Fame halt. Aha. Ja. Okay, dann hau rein, ciao. Ja, genau. Das war ein bisschen offensichtlich, du Holzkopf. Perfekt, schade drum, Alter. Ey, du hast aber offensichtlich gemacht. Hab ich nicht, Alter. What Natürlich. The fuck? Ich meine Karte jetzt, du Loser. Das ist so peinlich, was du hier spielst. Du bist peinlich, Digga. Oh, gegeben. Da war Lukas! Zack. Alter, du bist wirklich der schlechteste Fortnite-Spieler, den ich kenne. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt die übertriebene Backpfeife geben, dafür, dass du gerade so reingeschissen hast. Und dann sind wir durch. Und ohnmächtig. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ich du wäre, schaut auf jeden Fall gerne bei Evive vorbei. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, tschüss.